Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und das ist heute, ich glaube, das sechste Video, ich bin mir nicht ganz sicher, in dem ich das Stück vom Jannik, drei Epigramme, also die drei Stücke vom Jannik, drei Epigramme, lerne. Wie ich gestern angekündigt habe, ach so, ja, heute ist Donnerstag, der 7. Januar. Ja, das heißt, ich bin echt gut in der Zeit. Ich hatte ja vor, das ganze Stück bis Ende Januar drauf zu haben, und jetzt habe ich so die ersten zwei Sätze fast komplett drauf. Was ich heute mache, ist, wie ich gestern angekündigt habe, ich werde mir den letzten Teil des zweiten Satzes anschauen. Das bedeutet von der, ja, auf jeden Fall diese letzten, also zweite Seite unten bis Schluss. Das habe ich noch nicht mehr angeschaut. Und um den ersten Satz zu vertiefen, versuche ich den auswendig zu lernen. Genau. Und dann würde ich sagen, fange ich an. Ich habe heute schon 2 Stunden geübt, deswegen bin ich gespannt, wie gut es klappt. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt hundertprozentig gut klappt, dass ich mir alles super behalte. Aber trotzdem schadet es nicht. Ich versuche einfach so konzentriert wie möglich zu üben. Und wenn ich zwischendurch merke, dass gar nichts mehr geht, nachdem ich jetzt schon 2 Stunden geübt habe, dann breche ich ab. Weil abbrechen ist besser als total unkonzentriert irgendwas dahin zu stochern. Denn wenn ich das mache, dann übe ich eben auch falsche Dinge ein, irgendwelche schädlichen Bewegungsmuster und so weiter. Und es ist schon wichtig, dass man konzentriert ist beim Üben. Gut, und dann lege ich los, stelle meinen Wecker. Mal sehen, ob ich die halbe Stunde durchhalte. Und dann gucken wir uns mal den letzten Teil an. Also praktisch alles nach der 1, 2, dritten, nach der dritten Fermate in den zweiten Satz. So, hier haben wir wieder lustige Rhythmen. Das heißt, ich gehe wieder einmal nur den Rhythmus durch. Ich zähle in Achtelnoten, nicht in Viertelnoten. Dann habe ich bam, ba, bam, bam, ba, da, 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 da. Da, da. Genau. Drei Schläge, dann der letzte Ton. Und dann die letzten 4 Töne. Bam, 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 bam. Okay, dann spiele ich das mal einmal ganz unmusikalisch alle Töne ab. Versuche es gleich im richtigen Rhythmus zu machen. Los geht's. C oder ist das ein Cs? Das ist die Frage. Vorher haben wir den Vorschlag mit Cs und dann müsste es aber eigentlich ein C sein. Die Töne haben ja immer einzelne Vorzeichen. Ich spiele mal wirklich jeden einzelnen Ton an und lasse die Bindungen weg, damit es noch einfacher wird vom Rhythmus her. Nochmal. Da, die, da, 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 ja. Ja, ich merke jetzt, dass ich mich überfordere. Von daher muss ich erstmal auf die Töne achten. Wirklich, dass einfach die richtigen Töne da sind und beim Rhythmus mal fünfe gerade sein lassen. Thank you.
Bam, bam. Genau. Da, da. Noch einmal auf Achtelnoten. Ich brauche einen Moment. Metronom. Genau, 96. Ja, Tempo hatte ich schon gut getroffen. Ich merke jetzt, dass ich nicht mehr so aufnahmefähig bin, wie ich das normalerweise wäre, wenn ich das jetzt irgendwie nach einer halben oder nach einer Stunde üben machen würde. Ja, so langsam habe ich das Gefühl, das wird besser. Einfach noch einmal. Letzten vier Töne. Ja, das ist nicht so schwer. Genau. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Okay, das ist kein Problem. Ich muss die ganze Sache noch ein bisschen aufteilen. Ich mache einmal ab dem F, da wo Mezzo Forte steht, bis zur Fermate, dieses Bam 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 Bam. Genau, diese Stelle einmal. Das war vielleicht ein bisschen viel. Nicht, dass der Ton ausbricht und hässlich wird, aber fortissimo darf es schon sein. Nochmal. Das war besser. Ein letztes Mal noch. Tonkontrolle ist nicht mehr so da, wie sie sein soll. Töne werden zunehmend hässlich. Einmal mache ich es noch. Das war gut. Jetzt habe ich auch das Crescendo hinreichend spät gemacht. Man muss mit Crescendi immer aufpassen, wenn man die zu früh ansetzt, werden die wirkungslos. Crescendo ist immer dann am wirkungsvollsten, wenn es am Ende praktisch erst passiert. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich ein bisschen was dazu und fange an mit diesem Ass, Mezzo Piano. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So stimmt's, genau. Bam, bam. Genau, bam, 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 bam. Da muss ich jetzt wieder im Kopf denken. Ja, da, da. Bam, 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 bam. So, jetzt haben die Tonhöhen nicht mehr gestimmt. Aber der Rhythmus war gut.
Das darf dann wahrscheinlich ein bisschen schneller kommen, ne? Rapido steht da. Genau, so perlend. Bam, 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 bam. Okay, nochmal die ganze Stelle. Okay, jetzt habe ich zu laut angefangen, soll ja Mezzo Piano anfangen. Ich habe mal locker im Mezzo Forte angefangen. Bisschen leiser. Okay. Genau, jetzt habe ich die ganze Zeit noch so im Fuß mitgetreten. Ich weiß gar nicht, ob du das hörst. Könnte sein, dass du das über den Trittschall hörst, weil das Mikrofon steht hier auf dem Tisch. Jetzt mache ich es nochmal ohne Mittreten, so wie man es machen sollte. Und ich denke, ich habe es mittlerweile präsent genug, ohne dass ich mir den ja, taktilen Impuls da geben muss. Nochmal. Zwei, drei, eins, eins, zwei, drei. Okay, dann mache ich den ersten Teil bis dahin, also praktisch nach der dritten Fermate in dem dritten Satz, angefangen mit dem tiefen Ass, Mezzo Piano, bis dahin, wo ich eben war. Ja, ich bin da oben mit diesem ba, 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 da, ba, da, di, da, da, da. Noch nicht so ganz zufrieden, das ist ein bisschen komisch. Weil wir haben ja in den Vorschlägen haben wir praktisch einen Ganzton nach unten und einen Halbton nach oben. Und dann da, wo es ausnotiert ist, ist es ein Ganzton nach oben und ein Halbton nach unten. Das heißt, ich mache mal komplett da den Anfang auf der zweiten Seite. Genau, so soll das klingen. Genau, am besten dann noch mit diesem Crescendo und Decrescendo. Okay, ganze Stelle einmal zusammenfügen. Letztes Mal den ganzen Teil, dann habe ich es zumindest einmal komplett gespielt, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Aber ich habe es zumindest als Noten einmal erfasst und dann kümmere ich mich jetzt nochmal um den ersten Satz. Also noch einmal diese Stelle. Boah, da komme ich mit der Luft nicht hin. Da muss ich es nochmal machen. Ich muss
Nach dem zweiten Ton schon atmen. Sonst klappt es nicht. Gut. Spiele mich jedes Mal bei der Triole und mache sie andersrum. Da muss ich mir Striche drüber malen. Zwei Striche über den langen Ton, ein Strich über den kurzen Ton. Ne? Dass das ba 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 ba. Und dann stimmt's. Okay. Noch einmal die ganze Stelle. Jetzt werde ich doch perfektionistisch. Okay, das ist für heute erstmal zufriedenstellend. So, und meine zweite Mission für die letzte Viertelstunde. Es klappt jetzt doch noch ganz gut mit der Konzentration, ich bin jetzt gut reingekommen. Ist es eben, den ersten Satz mir auswendig drauf zu schaffen. Und da mache ich es immer so, dass ich mir die Noten woanders hinlege, und zwar nicht auf den Notenständer. Achtung, jetzt wird es laut. Sondern am besten hier so auf den Stuhl. Genau. Und dann gehe ich das praktisch jetzt einmal so durch, mental. Da, 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 di, da, 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 ba, di, da, 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 di, da, 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 da. Mal gucken, ob es auswendig geht. Ich habe es ja schon mal auswendig gemacht, aber es verschwindet halt auch wieder, wenn man es nicht konsequent durchzieht. Ganz gut. Ich gucke es mir einfach nochmal an, um zu sehen, ob wirklich alles richtig war. Atemzeichen an. Also Atemzeichen mache ich mal da da di, da 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 ba, di, da 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 di, da 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 ba, da 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 ba, da 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 ba, da 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 di, da ba, da 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 okay. Insgesamt dreimal atmen in der ganzen Phrase. Mal sehen, ob es klappt. Oh.
Das war gut. Jetzt hat mir meine Atmung noch nicht gefallen, weil ich habe immer mit verschlossener Zunge geatmet. Das will ich eigentlich nicht machen, sondern wirklich einfach offen einatmen. Nochmal. Das war ganz zufriedenstellend. Das klappt schon ganz gut auswendig. Ich spiele das jetzt einfach noch ein paar Mal auswendig unter verschiedenen Aspekten, um mir das besser zu behalten. Klang hat mir eben noch nicht gefallen. Ich achte jetzt einfach noch mal drauf, dass ich einen schönen offenen Klang habe für die ganze Passage. Nicht gestimmt, was ich gespielt habe. Da kommt der Auftakt sofort. Wollte ich ja eigentlich noch, hatte ich mir ganz am Anfang vorgenommen, ein kleines Ritardando in Takt 12 und 13 machen. Das mache ich auch. Und den Auftakt zu Takt 10, den wollte ich noch ein bisschen dehnen. Genau. Und dann haben wir da noch ein bisschen Dynamik drin. Das heißt, da wird es ein bisschen lauter. Und jetzt noch ein bisschen lauter. Okay. Ich mach's nochmal. Ganz gut, wenn ich diesen Vorschlag in Takt 12 ein kleines bisschen später mache. Ja, so mache ich das. Einen letzten Durchgang, dann habe ich noch so 7 Minuten. Ich muss den Rest auch noch durchkriegen, aber es wiederholt sich ja auch ein bisschen. Am Ende ein bisschen schwach, aber ich fand es ganz zufriedenstellend. Jetzt kommt der nächste Teil, 17 bis 25. Ba-di-da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 -
Sommer, beziehungsweise einmal auf Notennamen. C, S, des, B, G, B, des, C, S. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht zufriedenstellend. Ich will nicht rumprobieren, ich will auswendig spielen. C, S, des, B, G, B, des, C, S. Auswendig. C, S, des, B, G. Das ist eine sechste. G, B. B, des, C, S, B, des, C, S. Ja, so stimmt's. So stimmt's nochmal. Okay, jetzt mit gutem Ton. Ganze Passage. Nochmal. Langsam wird's. Noch ein letztes Mal. Noch ein letztes Mal. Jetzt ist mir gerade ein Fehler passiert. Ich habe mich festgebissen, in Anbetracht der Zeit, dass ich weiß, ich will eigentlich in 2-3 Minuten Schluss machen. Das sollte man nicht machen. Man muss entspannt üben und wenn man sich so festbeißt wie ich gerade, dann schwindet die Konzentration und es wird eher schlechter als besser. Deswegen mache ich jetzt noch ein einziges Mal und zwar ganz langsam und ich akzeptiere nur richtige Töne und ich bin dabei ganz entspannt. Nochmal. Mal.
war jetzt zufriedenstellend. Es war ein Kiekser drin, aber das war eine Ansatzfrage und es war keine Frage vom musikalischen Vorstellungsvermögen her oder von den Griffen. Das heißt, ich habe es jetzt richtig auswendig gespielt, aber sehr viel langsamer. Und auch wenn die Zeit jetzt abläuft, einen letzten Versuch mache ich jetzt noch von diesem Teil 34 bis 46. Es ist ja sehr ähnlich wie 1 bis 13, abgesehen von diesem Lauf und von diesen hohen Tönen. Mal gucken, ob es klappt. Zum Schluss kommt noch einmal. Okay. Also, ich habe den ersten Teil jetzt auf jeden Fall ordentlich vertieft, so wie ich mir das vorgenommen habe. Es war zu erwarten, dass nicht alles rund läuft, wenn man vorher 2 Stunden schon geübt hat. Ich mache jetzt auch Feierabend für heute. Vielleicht mache ich zu Hause nochmal irgendwie ein paar Körperübungen oder so heute Abend. Aber es soll jetzt für jetzt erstmal reichen. Und den zweiten Satz habe ich mir auf jeden Fall jetzt einmal erarbeitet, so dass ich zumindest alle Stellen einmal richtig gespielt habe. Das heißt, jetzt gilt es, den zweiten Satz zu vertiefen und den dritten Satz zu lernen. Und der dritte Satz scheint mir wieder etwas leichter zu sein als der zweite Satz. Denn hier haben wir wieder Taktstriche. Das hilft auf jeden Fall. Das ist dann immer einfacher zu zählen. Wir haben 2 unterschiedliche Tempi, die vorkommen. Und es sieht nicht allzu schwer aus. Und ich bin gespannt und werde dann morgen oder übermorgen oder nächste Woche den dritten Satz in Angriff nehmen. Je nachdem, wie ich Zeit dafür finde. Gut. Und ja, dann kannst du mir wieder einen Kommentar unter das Video schreiben, was du dir von dieser Session mitgenommen hast, ob dir das was gebracht hat, ob du vielleicht bei mir Fehler siehst, die du bei dir selbst wiedererkennst, dass du sie vielleicht in Zukunft vermeiden kannst. Und dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben. Und tschüss.